Alex Böhme, Bundestrainer im deutschen Skicross-Team. Was ist denn das Spektakulärste hier an der Strecke auf Grasgehren? Oh, wir haben zwei Riesensprünge am Schluss. Wir haben in der Mitte drin diesen Corner-Jump, was auch sehr spektakulär ist, auch für die Zuschauer, glaube ich. Und es gibt halt sehr viele Elemente und es wechselt immer zwischen langsam und schnell. Also es wird für jeden was drin sein und ich glaube, dass es insgesamt aber eine sehr spektakuläre Strecke ist. Sie standen jetzt 3 Tage an der Strecke und haben Ihre Athleten beobachtet, da auch viel korrigiert per Funk, habe ich mitbekommen. Sind Sie denn zufrieden mit dem Leistungsstand jetzt Ihrer Athleten oder gibt es da schon noch was zu tun die nächsten 1,5 Wochen? Ja, es gibt immer was zu tun. Also wir haben immer Potenzial nach oben und wir sind gut dabei im Moment. Wir haben schon zwei Podestplätze, einen Sieg jetzt mit der Anna Wörner und dem Daniel Bonacker. Und wir wissen, dass wir alle vorne mitfahren können, auch von dem Qualifikationsrennen her. Aber ich denke, dass wir da schon komplett vorne eingreifen können. Ist ein Podestplatz drin? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir mindestens einen auf dem Podium haben. Ist es für euch als Trainer dann wichtig, da ein bisschen Motivation, vielleicht eine Übermotivation bei den Athleten rauszunehmen, Coolness zu vermitteln? Ja, klar. Also es ist im Heimweltcup ist nie so ganz einfach, weil der Druck natürlich immer bei der Heimnation liegt. Eigene Fans, es ist im Land und es ist ja immer auch schön, dass man im eigenen Land einen Weltcup hat und da will man natürlich immer besonders gut sein. Und da muss man halt schauen, dass man die Lockerheit trotzdem behält und nicht verkrampft wird. Okay, noch ein Wort zu den zwei Allgäuer-Teilnehmern. Die Christina Mannhardt war zuletzt ein bisschen krank und der Eigler Flo, was traust du denen zu? Ja, die haben es auf jeden Fall auch drauf, dass sie in die Top 8 reinfahren. Der Flo hatte mal ein sehr gutes Ergebnis am Anfang gehabt, hat ein bisschen einen Durchhänger gehabt, aber jetzt die letzten Rennen ging die Tendenz wieder nach oben und ich glaube, dass er vorne reinfahren kann. Und die Christina, die war jetzt ein bisschen, hat ein Magen-Darm-Virus gehabt, das haben wir jetzt aber gut überstanden und ich glaube, dass die auch wieder fit ist und auch wieder in die Top 8 fahren kann. Okay, wir drücken die Daumen für den Weltcup Anfang Februar hier auf Grasgehren. Danke, Alex Böhme. Danke.